So, einen wunderschönen guten Abend. Dieser Vortrag wird jetzt leider fast genauso improvisiert wie die Pizzabestellung eben. Aber wenn das eine geklappt hat, klappt das andere jetzt vielleicht auch. Und ich versuche es nicht zu lange zu machen, wenn wir jetzt schon so spät anfangen. Ich habe mir gedacht, dass wir hier ja, wo wir als Chaos-Treff und CCC und so weiter landläufig irgendwie mit IT-Security assoziiert werden, relativ selten Vorträge zu dem Thema haben und würde gerne eine kleine Reihe zum Thema Sicherheit von Webanwendungen starten. Diese Reihe kann fortgesetzt werden, wenn Interesse dran besteht. Da freue ich mich dann gerne auch über konkrete Themenwünsche. Die Reihe kann potenziell auch von jemand anderem fortgesetzt werden. Das muss nicht... Ich habe da keine Marke drauf, das kann gerne auch jeder anders einen Vortrag in dieser Reihe eintragen, der ihn halten möchte. Ansonsten hoffe ich, wieder den Spagat zu schaffen, gleichzeitig möglichst vielen Leuten was Neues zu erzählen und möglichst wenig Leute zu langweilen. Und will das jetzt heute mal anfangen mit einer ganz kurzen Einführung in XSS, was eine Angriffsart ist, von der ich vermute, dass sie die meisten von euch irgendwie schon mal damit zu tun hatten oder schon mal gehört haben, was es ist. Wer hat eine Vorstellung zu dem Begriff? Okay, sind nicht alle, aber viele. Wir machen es trotzdem irgendwie von Grund auf, gehen dann aber relativ schnell zu dem Thema Content Security Policy über, was vielleicht was ist, wo noch nicht ganz so viele von euch schon mal was von gehört haben. Wir fangen an mit hier so ein bisschen Live-Coding. Ich habe es schon vorbereitet, ich gebe es zu. Einer ganz, ganz einfachen Webanwendung. Ich habe jetzt leider mein Laserpointer-Ding vergessen, aber ich kann das ja einfach hier versuchen. Das ist eine ganz kleine App, ich habe das jetzt irgendwie in Python geschrieben, damit es nicht wie PHP-Bashing aussieht. Boah, geil, den habe ich sonst auch immer. Aber sieht man eh nicht auf dem weißen Hintergrund, ne? Geht. Okay, also diese Web-App hat irgendwie zwei URLs, unter denen sie ansprechbar ist. Das eine ist /post mit der HTTP-Methode post. Und das, was jetzt hier genau passiert, ist egal. Aber was ich gebaut habe, ist ein kleines Forum. Man kann zu einem Thema Dinge schreiben. Vielleicht zeige ich es erstmal ganz kurz. Hier. Das sieht wahnsinnig spannend aus. Es ist ein Forum und ich kann sagen, ich kann hier irgendwie einen Beitrag schreiben und mir eine Farbe für diesen Beitrag aussuchen. Und dann erscheint das da und für alle. So, implementiert ist das so einfach, wie ich es mir nur irgendwie vorstellen konnte. Wenn man das Formular abschickt, wird hier irgendwie eine Textdatei mit der aktuellen Uhrzeit als Dateinamen erzeugt und da irgendwie so ein JSON mit den Daten von dem Blogpost. Das ist eine Document-Based Database, wie man das modern nennt, NoSQL. Ist Webscale. Und dann haben wir hier irgendwie die Hauptadresse und wir speichern hier irgendwie noch den Namen von dem letzten Post, den man verfasst hat, irgendwie in die Session. Da könnte man dann irgendwie noch bauen, dass man den dann auch editieren kann, also wie auch immer. Und dann haben wir hier irgendwie das Hauptview, wo irgendwie dieses Formular ausgegeben wird und dann iterieren wir über die Dateien in diesem Ordner, machen die Dateien alle auf, laden das JSON da drin, geben hier irgendwie das so ein P-Tag aus, geben die Farbe hier als Style rein, geben den Content hier rein und geben das Ganze zurück. So, was ist das Problem? Wer sieht das Problem? Ja. Da geht es beliebiger Code da rein. Was wäre das Problematische? Was könnte da Problematisches drinstehen, was der Nutzer eingegeben hat? Ja? JavaScript-Flag. Okay, warum ist das ein Problem? Also wir probieren das mal. Ich gebe hier jetzt einfach mal irgendwie ein, was machen wir? Genau, da wäre gleich die nächste Frage gewesen. So, jetzt kann ich hier irgendwie JavaScript eingeben und das wird auch ausgeführt. Was wäre der maximale Schaden, den ich als Angreifer vermutlich versuche, mit JavaScript da drin zu machen? Ja. Zum Beispiel Cookies auslesen oder im Kontext des Nutzers irgendwo anders. Genau, also ich könnte jetzt den Browser des Benutzers quasi ein bisschen steuern, in seinem Namen irgendwelche Formulare ausfüllen, in seinem Namen irgendwas posten. Ich könnte einfach nur diese Seite irgendwie defacen oder ich könnte, damit es irgendwie für den Betreiber peinlich ist, ich könnte
da irgendwelches Phishing-Kram unterbringen, weil der Nutzer ja denkt, ich wäre auf einer legitimen Webseite. Aber das Interessanteste ist vermutlich, jetzt kann ich hier unten ja sogar meine Notizen von vorhin aufmachen. Das Interessanteste ist vermutlich, irgendwie einen Skript von einer externen Seite zu laden, oder das könnte man hier auch einbinden. Aber ich habe hier noch einen zweiten Webserver laufen. Und dieses Skript, das ich da jetzt eingebunden habe, das ist jetzt hier nicht toll dargestellt, das kriegen wir besser hin. Neu laden. Ja, genau, dieses Skript, das hier jetzt von einem anderen Server geladen wird, das macht was ziemlich Fieses. Es schickt nämlich meine kompletten Cookies für diese Seite an den anderen Server. Und wer immer diesen anderen Server jetzt betreibt, hat jetzt irgendwie meine Session-ID, kann sich als mich ausgeben, kann diese Seite als ich bedienen. Das ist ganz schön fies. Das ist auch so ein Grund, warum XSS selbst ein Problem ist für Seiten, wo zwar die nur von internem Personal bedient werden, aber wo halt von außen Daten reinfließen, weil halt jeder, der irgendwie die Daten kontrollieren kann, die da reinfließen, dafür sorgen kann, dass die Nutzersitzung von dem Admin, der das bedient, geleakt wird. Und wenn wir hier gucken, tatsächlich, hier ging ein Request raus an den anderen Server und da steht hier irgendwie meine Session-ID für diese Forensoftware drin. Und der andere Webserver, der hat mir die jetzt hier netterweise auf Standard-Out ausgegeben. Was ist Cookstar? Ja, das ist halt auf 127.0.0.1, da habe ich halt auch einen Cookie für meinen lokalen CAPS-Webserver. Ist schlecht. Sind wir uns einig? Was machen wir da? Wir müssen irgendwie verhindern, dass Leute da JavaScript reinpacken. So, wie machen wir das? Wir machen da so ein schlaues Suchen, also ersetzen und schmeißen einfach alle Script-Tags, die da drin sind, irgendwie raus. Jetzt kann ich die, das ist ja noch drin hier in den Sachen. Jetzt fliegt das einfach raus, was ich da vorhin an JavaScript geschrieben habe. So, was ist das Problem? Ja. Ja, genau. Die Liste ist richtig, richtig lang. Was Einfaches ist, es ist zwar kein valides HTML, aber es hält uns kein Browser davon ab, hier noch einen Body-Tag einzubauen und einfach hier im Onload. Ja, ich brauche zwei verschiedene Typen, Anführungszeichen, das ist richtig. So, das ist, und Onload ist besonders bequem, weil ich könnte natürlich auch irgendwie On-Click oder On-Mouse-Over oder so machen, aber Onload, was quasi nur auf dem Body-Tag geht, ist halt irgendwie besonders bequem, weil es wird halt auch sofort ausgeführt. So, ich mach das. Was auch sehr, sehr schön ist, ist On-Error und das Ganze mit Build-Tag machen. Genau, zum Beispiel einen Image-Tag, On-Error. Ist nicht so die tolle Idee. Was machen wir? Wir gehen noch mal einen Schritt weiter und wir schmeißen einfach den kompletten Output hier durch eine Escape-Funktion, die unsere Sprache oder unsere Bibliothek bereitstellt. So gibt es hier immer noch ein Problem. Nein. Oder doch? Die Funktion heißt HTML Escape. Warum heißt sie HTML Escape? Weil sie Dinge so escape, dass man sie danach relativ safe in HTML einbinden kann. Ich binde die hier aber in CSS ein. Ich habe es jetzt leider an dem Nachmittag, ich habe das zu spät gemerkt und konnte das Beispiel dann nicht mehr nochmal komplett umbauen. Es ist tatsächlich an der Stelle in modernen Browsern nicht mehr exploitbar, zumindest nicht so, dass man Code ausgeführt kriegt. Was wir problemlos machen könnten, wäre hier, wir gucken erstmal hier, es funktioniert, jetzt wird der Code hier halt nicht mehr geparst. Wir könnten hier als Farbe sowas angeben wie
Background, URL. Und was wir halt früher mit älteren Browsern machen können, ist hier jetzt als Hintergrund von dem Ding eine JavaScript-URL zu laden. Das machen moderne Browser nicht mehr mit. Aber was wir halt immer noch machen können, wäre zumindest mal irgendwie dafür sorgen, dass ein HTTP-Request irgendwo hingeht, wo wir gerne unseren User tracken würden. Und hat das jetzt geklappt? Was habe ich vergessen? So, und genau, und jetzt geht halt jedes Mal, wenn ich diese Seite aufrufe, auch ein HTTP-Request an meinen anderen Webserver raus. Das ist jetzt erstmal nicht so das Problem, weil ich keine Session-Daten leaken kann, aber ich kann immerhin hier zum Beispiel den Referer leaken und jetzt weiß dieser andere Server, wer mit welcher IP-Adresse gerade welche Seite aufgerufen hat. Das kann auch schon interessant genug sein. Ist jetzt nur exemplarisch dafür, dass HTML-Escaping halt auch wirklich nur in HTML hilft. Es gibt noch stärkere Beispiele, die ich jetzt halt in der kurzen Zeit nicht bauen konnte. Wenn ihr zum Beispiel, was man sehr oft sieht, User-Content in einen Script-Tag einfügt, dann wird es richtig eklig. Weil normalerweise fügt ihr User-Content irgendwo innerhalb eines JavaScript-Strings ein. Also ich mache das mal bildlich. Also ihr macht sowas wie, das sieht man relativ häufig, bla bla, ihr ruft irgendeine Funktion auf und in diesem String kommt dann irgendwelcher User-Content drin vor. So, und das geht schon mal gar nicht, selbst wenn wir das HTML escapen, kommt man da immer irgendwie raus. Der einfachste Fall in dem Fall wäre jetzt, wenn wir User-Content setzen auf irgendwie sowas, weil der HTML-Parser vor dem JavaScript-Parser läuft und das heißt, selbst wenn die Sachen so escapen, wenn wir die Anführungszeichen so escapen, dass sie nicht aus dem JavaScript-String ausbrechen können, können wir trotzdem per HTML daraus ausbrechen. Noch fieser wird es, wenn das in irgendeiner Form oder in irgendeiner Library irgendwie in einem Eval drin steht. Dann gibt es wohl, wie ich heute gelesen habe, ich weiß nicht, wie weit das stimmt, tatsächlich keine Möglichkeit mehr, es korrekt zu escapen, weil man immer noch irgendwie rauskommt. Wer da mal sich einen Winterabend verbringen möchte, es gibt hier zum Beispiel das XSS Filter Evasion Cheat Sheet, was halt, wie gesagt, wirklich wirklich ganz schön lang ist und so alle Tricks auflistet, mit denen man an diesen Dingen vorbeikommt. So, prinzipiell ist man safe, wenn man allen User-Content, den man in HTML einfügt, sinnvoll escaped, allen User-Content, den man in CSS einfügt, auch guckt, dass da keine URLs drin sind und so weiter und möglichst einfach keinen User-Content in JavaScript einfügt. Ach so, genau, warum das mit dem Eval so dramatisch ist. Bis vor einiger Zeit war das hier die favorisierte Methode, in JavaScript JSON zu parsen. Weil JSON ist ja valides JavaScript und dann kann man das einfach parsen, indem man das in Eval reinwirft. Weil Browser halt bis vor kurzem auch keine bessere Funktion dafür, oder bis vor ein paar Jahren keine bessere Funktion dafür. Mittlerweile gibt es JSON.parse und das solltet ihr verwenden, das können auch alle relevanten Browser, weil mit diesem Eval, das fliegt halt völlig um die Ohren und man kriegt immer irgendwas in dieses JSON rein. Genau, also ne, kein Eval verwenden, ich sinnvoll escapen und zwar kontextmäßig escapen, je nachdem, wo ich das nachher einfüge. Wenn ihr irgendwie eine Template-Engine benutzt, in Python wäre das zum Beispiel Django oder Jinja 2, die können meist auch entweder per Default oder zumindest anschaltbar einen Modus, in dem sie erstmal automatisch alles für HTML escapen, außer man sagt ihnen, sie sollen das anders tun. Das heißt, da muss man irgendwie aufpassen und obwohl das irgendwie XSS irgendwie was ist, was jeder schon mal gehört hat, es ist halt immer noch eine der Top-Sachen, die irgendwie in der Praxis auftreten und das passiert halt, also das passiert halt immer noch jeden Tag. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Websoftware habe und die ist 10 Jahre alt und ich weiß das alles und eigentlich weiß ich auch, wie man sauber escaped. Und sie muss gar nicht 10 Jahre alt sein, sie kann auch neu sein, aber ich will mich nicht so richtig drauf verlassen, dass ich da überall oft dran gedacht habe.
überall dran gedacht habe und ich traue dem Braten nicht so ganz und ich will einfach irgendwie noch mehr tun, um meine User vor sowas zu schützen. Und dann gibt es, was ziemlich cool ist, was mittlerweile auch in allen Browsern etabliert ist, das ist die Content Security Policy. Und die Idee ist, dass ich meiner HTTP-Antwort einen Header dazu geben kann, der heißt Content Security Policy, und da eine Policy angeben kann, was Inhalt dieser Website darf. So, und die einfachste Policy, die ich irgendwie übergeben könnte, wäre Script Source Self. Und das führt dazu, dass der Browser weiterhin Skripte ausführen darf, die auf der gleichen Domain als eigene Dateien rumliegen, aber keine Inline-Skripte mehr, keine Skripte mehr, die auf anderen Domains liegen, welche Domain auch immer das ist, keine Inline-HTML-JavaScript-Dinger und kein JavaScript, das irgendwo läuft, darf mehr Eval benutzen. So, das ist erstmal ganz gut, weil jetzt sind mir so ziemlich alle Attacken, die ich gerade gezeigt habe, ganz schön egal, weil selbst wenn das jetzt jemand injected kriegt, das ist irgendwie schade für die Leute mit alten Browsern, aber so rein prinzipiell passiert erstmal nichts. Das ist ziemlich cool, natürlich sind das alles Features, die ich auch manchmal aus legitimen Gründen brauche. Manchmal muss ich ein JavaScript von einer externen Seite laden, zum Beispiel, weil ich halt irgendwie diesen tollen Zahlungsanbieter anbinden will oder so. Oder manchmal komme ich halt nicht davon weg, OnClick zu benutzen, auch wenn ich es wirklich nicht sollte. Und so lässt sich mit dieser Policy halt sehr fein granuliert steuern, was für Skripte geladen und ausgeführt werden dürfen. Zum Beispiel kann ich halt hier beliebige Domains angeben. Ich kann auch sagen, dass die nur per HTTPS eingebunden werden dürfen. Ich kann auch bestimmte Ports angeben und dann ist halt immer noch, eigene Domain ist immer noch erlaubt über das Self, aber jetzt ist halt auch die Domain Example.org erlaubt, aber Skripte von anderen Domains nicht. So, das ist immer noch, also das ist so ein Standardfall, das hat man halt irgendwie, dass man ein externes JavaScript hat, dass man aus irgendeinem Grund braucht und sei es irgendwie ein Content Delivery Network. Genauso kann ich, wenn ich das wirklich will, dieser Inline-JavaScript und Event-Händler wieder anschalten, wenn ich sage, ich brauche die. Ich kann die aber zum Beispiel auch über diesen Header insbesondere halt nur für die eine Seite meiner Applikation anschalten, auf der ich sie brauche und nicht überall. Und kann das dann halt relativ gezielt machen. Genauso kann ich natürlich auch das Eval wieder anschalten, wenn ich es wirklich brauche. In Pretext zum Beispiel gibt es ein, zwei einzelne Seiten, die das Eval wieder anschalten, weil die Diagramm-Library, die hübschen Graphen für Dinge malt, das halt braucht. Aber es ist halt nicht überall an und an den meisten Stellen kommt man damit halt nicht weiter. So, ich kann sogar noch feingranularer werden. Ich kann sagen, führe bitte nur Inline-Skripte aus, die deren Hash das hier ist. So, wenn ich jetzt aus irgendwelchen technischen Gründen gezwungen bin, Inline-Skripte zu nutzen oder nutzen will, dann kann ich dem einfach entkommen, indem ich den Hash dieser Skripte hier in meinen Header mit reinschreibe und dann sind die erlaubt und alle anderen nicht. Genauso kann ich mit einer zufälligen Nonce arbeiten, das funktioniert nur, wenn ich die bei jedem Request neu generiere, deswegen heißt sie Nonce Number Used Once. Und in dem Moment, in dem ich sie zweimal nutze, habe ich es falsch gemacht, aber ich kann bei jedem Request hier irgendwie eine neue Nonce, also Number ist irgendwie Base64 kodierte Spezifikation, kann ich hier eine neue Nonce generieren und dann werden alle Skripte nur noch ausgeführt im Body, wenn sie diese Nonce mit einem Script-Tag haben. So, was bringt mir das? Für allen Teil meines Markups, den ich serverseitig generiere, ist das überhaupt kein Hindernis, weil ich kenne ja die Nonce, ich habe sie ja selber generiert, ich kann die da einfach immer mit reinrendern. Aber jeder, der irgendwie eigenen Code injecten kann, der kennt diese Nonce nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie injectet, für den, der sie nachher den Code ausgeliefert bekommt. Und deswegen wird dieser Skript, wird dessen Code nicht mehr mit ausgeführt. Problem, Safari kann das, glaube ich, nur nicht mit diesen Nonces, deswegen, ja, oder zumindest nur im alleraktuellsten, ja. Mit dem Hash, wie macht man das praktisch, weil das stelle ich mir doch sehr Das mit dem Hash habe ich in der Praxis noch nicht eingesetzt. Das Problem ist, also klar, was heißt, wie macht man das sehr praktisch? In der Praxis, entweder hast du irgendwie, kann dein Templating-Framework, hat ja da irgendeine Abstraktion für, die das irgendwie sinnvoll kann, oder du machst es halt von Hand. Das kommt darauf an, wie viel und wie oft sie sich ändern.
Also es kann, das bisschen fies ist halt, du musst das inklusive Whitespace hashen und so. Und das klingt mir auch so, als könnte da viel schief gehen. Aber deswegen das mit diesen Nonce ist da, glaube ich, irgendwie der sympathischere Ansatz. Aber das mit diesen Hashes ist halt, wenn du es wirklich ganz genau festnageln willst, dass nur dieses eine Snippet da läuft. Ich kann nicht nur laden, spezifizieren, woher Skripte geladen werden dürfen. Ich kann auch spezifizieren, wohin sich Skripte verbinden dürfen. Also zumindest, zum Beispiel per Ajax-Request. Ich kann auch spezifizieren, welche Domains oder welche Origins als iframe in meine Seite eingebunden werden dürfen. Ich kann auch spezifizieren, woher Stylesheets geladen werden dürfen. Ich kann auch spezifizieren, woher Bilder geladen werden dürfen, wenn ich vermeiden will, dass ich irgendwo aus Versehen ein Bild von irgendwie einer Ressource lade, wo der User getrackt wird und ich das nicht will, kann ich halt eine Whitelist angeben in dem Header, von diesen Domains dürfen Bilder geladen werden. Das gleiche für Webfonts, für Videos, für Browser-Plugins, falls das noch jemand nutzt. Ich kann auch falls mir jemand einen Formular-Tag injected angeben, welche Ziele ein Formular haben darf und so weiter. Ich kann auch ein Default angeben für alle diese Werte, die ich nicht einzeln angebe und die dann einzeln ins Detail reinspezifizieren. Das ist alles auf den ersten Blick relativ kompliziert, weil es halt sehr viele Optionen hat, damit man es sehr spezifisch runterpinnen kann. Wenn man sich dann mal die Doku zu dem Header anguckt, zum Beispiel auf MDN, dann findet man das ganz gut aufgeschlüsselt. Dann kann man hier die ganzen verschiedenen Direktiven irgendwie, die man einschränken kann, anklicken und kriegt dann jeweils die genauen Optionen nochmal jeweils mit Erklärung aufgelistet. Das ist dann relativ übersichtlich. Was es auch kann, ist Reporting. Nämlich, dass der Browser in dem Moment, in dem eine dieser CSP-Regeln verletzt wird, also irgendein Skript irgendwoher geladen werden soll, das daher nicht geladen werden darf und dann geblockt wird, kann der Browser einen Post-Request an eine im Header angegebene URL schicken mit den Details, wann er, warum, welche Datei laden wollte und nicht durfte. Und dann kann man das irgendwie loggen und sich angucken, habe ich hier irgendwas, wo Leute Code injecten oder habe ich meinen Header falsch gebaut und blockiere JavaScript, das ich eigentlich zulassen will und kann dann danach justieren. Man kann das auch, wenn man sich nicht traut, das anzuschalten, den Header auch erstmal so bauen, dass er nur reportet, aber nicht blockt und dann halt erstmal einen Monat diese Logs sammeln und sich dann angucken, okay, ja, da passiert nichts, was nicht passieren soll und ich kann das so live schalten. So, das war jetzt irgendwie so ein spontaner Durchmarsch durch Content Security Policy. Ich hoffe, dass einige von euch, die in irgendeiner Weise halbwegs dynamische Webseiten betreiben, sich motiviert fühlen, das mal anzugucken und einfach einzubauen. Es tut nicht weh, es ist nicht viel Arbeit und man schläft ein bisschen ruhiger, weil selbst wenn man irgendwo eine XSS-Lücke übersehen hat, hat man sowas wie Schadensbegrenzung geschafft. Gibt es zu dem Thema irgendwie Fragen? Ja. Also ich hatte gerade folgendes Problem und habe dann mich da auch versucht reinzulesen, bin aber bei dieser Seite gelandet, die du gerade gezeigt hast, und habe dann gesehen, nein, das ist viel zu viel. Ich hatte folgendes Problem, ich hatte eine Website und die war gepaywalled und ich wusste ganz konkret, weil durch Zufall, dass wenn ich dann bestimmten JavaScript drüber laufe, Readability, dass ich dann den ganzen Text lesen kann. Ja. Jetzt ging das aber im Browser nicht. Also wegen CSP? Ja, genau. Also wenn man CSP verletzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel da habe. Das stand im Blog halt drin. Dann kriegt man in der Browserkonsole so eine schöne rote Meldung. Also ich nutze zum Debugging, um rauszufinden, ob etwas an CSP liegt. Es gibt ein Chrome-Add-on, das irgendwie so global CSP-Support in Chrome an- und austoggeln kann, per Klick. Das nutze ich gelegentlich zum Debugging, aber eigentlich will man es ja nicht global ausmachen. In dem Fall hätte das mich nicht gestört. Deswegen, ja, also das wäre so die Antwort, die ich da hätte. Für die eine Seite mal kurz aus und wieder an. So User-Script, für so User-Skripte ist es irgendwie ein bisschen doof. Andersrum müsstest du dir halt irgendwie die Header umschreiben. Das ist halt auch doof. Oder das Skript irgendwie so bauen, dass es damit compliant ist. Aber wenn die das gut gemacht haben, gelingt dir das hoffentlich nicht. Ich glaube, es war The Wall Street Journal. Es schien relativ solide zu sein. Wir können ja mal einfach gucken, wie so ein Header in der Praxis aussieht. Dann sieht man auch, dass die ganz schön lang werden können.
Oder ist irgendwas? Ja. Habe ich jetzt DevTools oder nicht? Da habe ich welche. Ja, schon gepaywalled. Aber ich muss nochmal neu laden, damit ich hier den Anfangsrequest in den DevTools drin habe. Das ist erstaunlich, dass der ganze Content drin ist. Das habe ich nicht erwartet. Das ist manchmal so, ja, ja. Manchmal reicht es auch einfach, JavaScript auszuschalten, ist die Paywall weg. Das geht nicht, dann geht die ganze Seite. Ich glaube, ich kenne mich dunkel. Da ist gar keine. Da ist gar kein CSP. Kann sein, dass es eine andere Seite war. Dann war es irgendwas anderes, ja. Ich dachte, es wäre. Also, ne, ich meine, ich rede immer gerne über Django, das wisst ihr. Es gibt. Ich habe es halt zufällig rausgefunden, weil ich benutze ein Tool, das heißt Voice Stream Reader. Das ist sowas wie ein Audioplayer für Sprachsynthese. Und das liest dir Webseiten vor. Und das hat es einwandfrei gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie. Und dann habe ich mir halt angeguckt. In dem Paket von der App steht halt drin, dass es Readability JavaScript benutzt. Ja. Ja. Und das habe ich dann, ich hatte es vor Jahren mal verwendet im Desktop, aber das ging jetzt halt nicht mehr. Okay, ja. Also es gibt für viele Web-Frameworks, wenn man irgendwie so ein Framework entwickelt, auch mittlerweile so Tools, die irgendwie CSP für einen machen. Also in Django kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte global folgende Policy haben und dann kann man einzelne Seiten hier so annotieren mit hier bitte nicht oder hier bitte mit folgenden Domains zusätzlich oder so. Und dann geht das ganz bequem und wird dieser Header automatisch gebaut. Also das kann ich empfehlen, sich mal anzugucken, wenn man irgendwie sowas eh benutzt. Also ich habe sowas wirklich mal bei Spiegel Online benutzt, der hat mal rausgekommen und da konnte ich halt also dann ja was auswarten und den Text dahinter kopieren, der war aber verschlüsselt. Und ein bisschen winziger aus war eine CSA-Verschlüsselung, also ich hatte da auch das könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Nein, das System, das sieht dann erstmal aus, ja gut. Aber also das kann ich nur empfehlen, bei Spiegel Online funktioniert. Ja, also da habe ich auch schon die lustigsten. Wobei bei Paywalls, wo man wirklich zahlen muss, die sind meist noch relativ gut. Aber wenn es vor allem, wenn es so geht, mach deinen Adblocker aus und so. Da reicht es meist einfach, JavaScript abzuschalten oder irgendwie so. Gut. Dann danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und freue mich irgendwie, wenn ihr mir Feedback gebt, zu was für Themen man sowas noch machen könnte.